So, willkommen zur Musterlösung von der zweiten Präsenzaufgabe. Hier ist sie. Also man sollte sich die Neuinfektion in Deutschland angucken. Hier sind sie, hier ist die Grafik, die man kriegt, wenn man auf den Link klickt. Und man sollte schätzen, wann ungefähr das exponentielle Wachstum für die zweite Welle angefangen hat. Und ich würde mal sagen, es sieht so aus, als ob man hier ungefähr, also ob es hier losgegangen wäre, dass es richtig schlimm ist. Also das ist hier ist der 1. September, hier ist der 1. November. Das ist ungefähr in der Mitte. Ich würde mal sagen, 1. Oktober. Ja, also wenn man die Zahlen anguckt, die Grafik anguckt, die wir alle kennen, dann würde man das denken. Und auch wenn Sie sich erinnern, ab Oktober fing es an, dass langsam man gedacht hat, okay, so kann es nicht weitergehen. Zweite Aufgabe, das ist die Aufgabe 1, ja. Aufgabe 2. Wenn man die gleichen Zahlen im exponentiellen, im logarithmischen Maßstab anguckt, dann haben wir das hier. Jetzt sehen Sie, hier sind 500.000, 5.000, 10.000, 50.000, 10.500.000, 100.000, 500.000. Also es geht immer, kommt immer eine Null dazu, ne? Beim gleichen Abstand immer eine Null dazu. Und jetzt sehen Sie, nämlich der Vorteil vom logarithmischen Maßstab ist, dass exponentielles Wachstum einfach eine Gerade ist. Und hier sehen wir ja schon, wann die Gerade anfing, nämlich hier. Ja, und hier ist ungefähr der 1. August. Das heißt, das war schon am 15. Juli. Ja, nicht erst hier hinten am erst in Mitte Oktober. Und ich würde mal sagen, spätestens hier, so in der Mitte oder hier so, wenn schon mal eine Weile hochgegangen ist, spätestens da war klar, dass irgendwas im Busch ist. Also wenn ich jetzt hier, sagen wir mal, hier dies hier einzeichne, ja, sehen Sie, dass wenn ich damals das vorhergesagt hätte, und das haben Leute natürlich gemacht, Virologen, hätte man schon da sehen können, dass am 1. November wir dahin kommen, wo wir auch tatsächlich hingekommen sind. Also fast hier, das hier ist also wie hier war der 1.10., ein Monat, 2,5 Monate früher kann man auf Gefahr erkennen, wenn man auf den logarithmischen Maßstab guckt. Ja, weil man hier logarithmischen Maßstab sehr kleine Zahlen gut erkennen kann, aber auch sehr große. Ja, hier in diesem Maßstab kann man, wenn man sich sehr großen Zahlen angucken will, die sehr kleinen Zahlen nicht mehr gut unterscheiden. Deshalb ist mein Plädoyer, dass man sich die Zahlen immer im logarithmischen Maßstab angucken soll. Und auf der Moodle-Seite der Link für die Zahlen in Deutschland, wobei ich da nur diesen Abschnitt hier angucke, die werden auch immer aktualisiert von mir jeden Morgen. Also wenn Sie im Internet keinen logarithmischen Maßstab finden, können Sie zumindest den angucken, falls Sie das interessiert. Okay, gut, das war die Präsenzaufgabe 2.